dreht sich gerade das Bild. Der DAX hat aktuell nicht so richtig den Schub nach oben mehr auf dem Plan. Es sieht eher sogar nach der Abwärtsrichtung aus. Wir haben das heute Morgen gesehen hier im Index. Wir sehen das hier auf der ganz kurzen Ebene. Den letzten Schub nach unten. Na, den letzten. Ist das wirklich der letzte? Bleibt es dabei? Im Moment kommt der Markt wieder nach oben und das ist sogar gar nicht so untypisch, das Bild. Ich kann das mal so ungefähr zeigen. Ein wenig sieht das nach diesen typischen Verlaufsmustern. Wir wissen ja, diese Fünfwelligkeit ist nicht ganz untypisch im Markt. Das sehen wir immer wieder. Und dann hätten wir zumindest mal eine Chance, dass hier jetzt vorläufig mal ein Boden gefunden ist und der Markt hier ein bisschen nach oben kommt. Und das wird jetzt hier spannend. Wird das wirklich wackelig? Oder wenn das nicht wackelt ist, wird das zumindest ABC-mäßig. Das wären beides Indizien, die für eine Short-Fortsetzung sprechen würden, wenn dann dieses Zwischenniveau getriggert ist. Also, wir sollten in der nächsten Zeit mal genau hier aufpassen, ob diese Bewegung hier anschließt oder irgendetwas in dieser Art, dass der Kurs jetzt hier irgendwie was Wackeliges nach oben macht. Beides ist sehr, sehr gut möglich und würde indizieren oder zumindest mal andeuten, eine Indikation geben dafür, dass der Markt gute Chancen nach unten hat. Allerdings kriegen wir jetzt sowas. Dann bleibt es wohl vorläufig nochmal bei der Aufwärtsrichtung. Das ist das alte Spiel, die Haupttrendrichtung und die schwache Bewegungswelle. Und es setzt sich dann mit Gap oder ohne, aber zumindest eher wohl nochmal nach oben fort. Es bleibt also spannend hier am rechten Ende des Charts. Das Ganze wird ja immer noch unterstützt durch den sehr starken eigentlich Nasdaq. Der hat jetzt so ein klein bisschen hier wieder mal einen Dämpfer gesehen. Wir sehen, dass die Bären ein bisschen frecher werden. Man sieht schon, dass hier der eine oder andere, wollen wir es mal versuchen? Nee, um Himmels Willen. Oder wollen wir es doch mal versuchen? Ja, man sieht schon die Stimmung hier im Markt. Ich mache es ein bisschen plakativ. Bitte mir es nachzusehen. Aber es ist tatsächlich die Frage, was macht der Kurs? Und genau solche Szenarien, die sind jetzt entscheidend, triggern die nach unten, dann hat man tatsächlich die Chance, dass da mal etwas lostritt. Und das könnte durchaus groß sein. Ich betone das immer wieder. Ja, aber warum redet er so? Rücksetzer sind natürlich, sie sind ganz normal. Das ist ein Klassiker und führt auch nicht unbedingt gleich zum Ende jeder Aufwärtsbewegung. Man kann das Ganze ja dann wieder nutzen, wenn so eine Korrektur rum ist. Warum soll das hier im großen Bild nicht ebenfalls gehen, wenn der Kurs mal irgendwie eine Korrektur macht? Aber es steht an. Wir hätten sogar ein bisschen einen Anlass dafür, denn es ist aktuell ja die Situation in Hongkong, die sich ein bisschen zuspitzt mit dem neuen Sicherheitsgesetz. Und wir wissen, dass der Nasdaq natürlich getrieben wird, sehr stark von den Hightech-Unternehmen. Darunter auch eine Tesla, gar keine Frage. Darunter allerdings auch sowas wie Google, wie Facebook, wie Twitter und Co. Das sind alles Unternehmen und Messenger, die im Moment sehr stark in der Kritik stehen. Nicht nur in der westlichen Welt, wir hatten das ja gehört, den Austausch von Mark Zuckerberg mit den Kritikern, die gesagt haben, ihr geht nicht so gut gegen Hassreden und sowas vor, aber auch eben in der Hongkong-Frage, denn die Chinesen finden das mitunter nicht so sexy, dass Facebook schon angekündigt hat, hier nicht gut zu kooperieren. Das kann, das muss nicht, aber kann ein Auslöser für genau das hier sein, was sich im Markt so langsam, aber sicher mal etablieren sollte. Noch immer der Hinweis, es ist nicht gesagt, dass das jetzt hier gleich passiert. Es kann auch von einem späteren Niveau passieren. Aber ich finde, man sollte jetzt drauf gucken, ob der Markt so ein Szenario eben bringt oder nicht. Also sprich, ähnlich wie ich das beim DAX eben angedeutet habe, natürlich auch beim Nasdaq, ob der Kurs sich nochmal steil wieder berappeln kann, wie wir das hier auf diesem Teilstück ja auch gesehen haben, oder ob das dann doch eher was korrektiv Anmutendes ist. Doch auch die Blue Chips sind nicht mehr so richtig in Fahrt. Der Dow Jones deutet das ebenfalls an und wir sehen, dass wir hier ja einigermaßen schnelle Abwärtsbewegungen schon hatten, immer wieder mal gefolgt von irgendwelchen Korrektivmustern, in denen der Markt relativ wackelig unterwegs war. Die Folge ist, dass sich nachher die Trendrichtung eigentlich fortsetzt und die ist eben in den scharfen Bewegungen eher abwärts hier gewesen. Jetzt hier haben wir so ein bisschen das, was ich eben beim Nasdaq angedeutet habe, beim DAX angedeutet habe. Ja, vielleicht kommt der jetzt hier entgegen. Deshalb hier hingucken. Es ist so spannend. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Wir werden natürlich genau da drauf gucken, was der Markt hier macht. Wenn wir das zeitlich sinnvoll hinbekommen, werden wir sowas auch in den Trade des Tages natürlich mit integrieren. Deshalb durchaus schon mal anmelden, einfach um dann eine Trading-Idee von uns dann auch vorgestellt zu bekommen.
oder aber gegebenenfalls, beziehungsweise beides geht natürlich, selber hier mal drauf gucken, ob etwas Wackeliges hier kommt oder ob der Markt tatsächlich sagt, nee, wir können noch mal einmal mehr hier nach oben gehen. Diese Frage ist noch nicht geklärt, wird aber dann ein Stimmungsbarometer sein, ob man auf der einen oder auf der anderen Seite die starke Marktteilnehmerschaft findet. Es ist nicht, um vorherzusehen, passiert jetzt irgendwas in Hongkong, ja oder nein, aber es ist dafür geeignet, um zu sehen, wie gehen die Marktteilnehmer mit den aktuellen Nachrichten um. Deshalb finde ich das so wichtig, diese Verhaltensmuster immer wieder sich vor Augen zu halten, um dann da eben mitzumachen. So, viel mehr kann ich an der Stelle nicht sagen, denn ich würde so gerne jetzt sagen, das müsste man tun. Aus meiner Sicht brauchen wir aber erstmal die Information, was hier hinten passiert. Im großen Bild ist es noch zu früh, um jetzt schon loszureagieren. Allerdings vorsichtig sein, wer also längerfristig unterwegs ist oder und nicht so häufig reagieren kann oder möchte, der sollte mindestens mal über Nachziehstops nachdenken und überlegen, tatsächlich, es ist ja nicht unrealistisch, dass sowas mal passiert, aber es gibt ja genügend Hilfsmittel, wo man sagen kann, ein bisschen Raum lasse ich ihm, das braucht er ja auch immer wieder, wir sehen das hier beim Nasdaq. Aber wenn er jetzt das größere Bild macht, dann mag ich das möglicherweise nicht aussitzen. Und wir als Aktivere können das ja sogar noch technisch nutzen, um dann gegebenenfalls auch mal die Short-Seite zu spielen. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen eine Anregung war. Wir hören und sehen uns sehr, sehr gerne wieder. Bis zum nächsten Mal, aber erstmal alles Gute und liebe Grüße.